Gut, jetzt sind wir an Stand der Firma Dennerle, bekannter Produzent im Süßwasser. Und wie man sieht, an eurem Messestand auch Meerwasser. Christian Homrichhaus ist so nett und erklärt uns jetzt ein bisschen was für die Leser von korallenriff.de bzw. diesmal Zuseher. Okay. Und ich übergebe mein Mikrofon an dich. Super. Und du zeigst uns Danke, was Roland. Über euer Aquarium, ne? Auf jeden Fall, Meerwasser heißt ja im großen Bereich immer Schäumer, Abschäumer. Auch wenn da die Diskussionen kontrovers sind wegen den Ausfällen der Nährstoffe. Auf jeden Fall hat Dennerle, weil die vielleicht gerade deshalb, weil die aus dem Süßwasserbereich kommen, haben die mal ganz anders nachgedacht. Herzstück von dem ganzen neuen Marinosystem ist dieses kleine Ding, der Biozirkulator. Und oben an der Oberfläche habe ich immer die höchste Konzentration an Eiweißen, Mikroorganismen, Algen, die sich auch mal zu einer Karmhaut auswachsen können. Und das nutzt jetzt dieser Biozirkulator. Der zieht nämlich mit dem Skimmer die Karmhaut weg. Das wird nicht mehr über die mechanische Patrone geleitet, sondern das geht direkt wieder in die Pumpenkammer, wird da verwirbelt und ins Aquarium zurückgeschossen. Das heißt, der macht aus der Karmhaut Korallenfutter. Und du kannst das ganz gut sehen. Guck mal, wie die Polypen offen sind. Das heißt, du hast eine 24-Stunden Fütterung wie in der Natur. Und weil wir halt die Proteine wieder bioverfügbar machen, musst du gar nicht mehr großartig skimmen und abschäumen. Und darum kommen diese kleinen Marinosysteme auch ohne Schäumer aus. Denn, ich meine, das wissen ja auch alle Leser und heute Zuhörer, diese kleinen Proteinskimmer, die Eiweißabschäumer, die funktionieren nicht richtig. Die sind zu laut. Und ich kann da nebenbei auch nicht gescheit Fernsehen gucken. Der Skimmer, dieser Biozirkulator, der ist leise. Ja. Und wir gehen gleich einmal rum. Da habe ich nämlich so ein kleines Demo-Aquarium aufgebaut mit kleinen Styroporkugeln. Da kann man mal die Strömungsverhältnisse sich angucken und auch mal schön sehen im Bild, wie die Oberfläche gesäubert wird, wie der abzieht. Ja. Erzähl uns, wenn ich unterbrechen darf, erzähl mal ein bisschen was, wie viel hat das, wie ist das Ausmaß, wie viel Liter? Das ist jetzt ein 60-Liter-Aquarium. Das erste, was kommt, ist aber ein 30-Liter. Weil das ist auch mit Sicherheit, wenn man sich mal in den ganzen Foren umschaut, mit Sicherheit die beliebteste Größe. Das heißt, es ist ein 30-Liter-Komplettsystem. Da ist der Biozirkulator bei. Wir haben eine neue Leuchte. 25% aktinisches Blaulicht. 75% 10.000 Kelvin. Die sieht auch schick aus und macht 24 Watt. Sehr schöne Farbwiedergabe. Korallen wachsen gut. Wird bei uns schon über ein halbes Jahr getestet. Klasse Sache. Okay, super. Auch schön. Ein voreingestellter Heizer auf 25 Grad. Der ist elektronisch geregelt, der kann nicht hängen bleiben und der ist auch dadurch, dass der voreingestellt ist, sehr klein. Also vorbei sind die Zeiten, wo man sich da so einen Riesenprügel reinhängen muss ins Aquarium. Geht natürlich genauso auch im Süßwasser. Okay. Für die, die umrüsten wollen, weil sie sagen, hey, ich habe noch ein Nano-Süßwasser-Aquarium, wir haben die 11 und 9 Watt Leuchtmittel. Da können wir prima umrüsten, können wir aus unserem Süßwasser-Aquarium ein Meerwassersystem machen. Ja, und sonst komplettes Sortiment mit Salz, mit Futter, mit Korallen, mit Planktonfutter, Spurenelemente. Angepasstes Salz gleich. Ja, klar. Extra auch für den Nano-Bereich mit ein bisschen mehr Spurenelementen drin. Und Salz. Calciumcarbonat, also kein Korallensand. Die Mikroorganismen, die FB7 Marinus, die funktionieren klasse. Die sind immer schon, obwohl Dennerle ja aus dem Süßwasserbereich kommt, die waren immer schon im Sortiment. Die haben auch sehr gute Kritiken bekommen, immer schon. Ja, und wir sind der Meinung, das ist der neue Trend. Ganz klar, auch wenn man sich mal den Markt in den USA anguckt, 70% läuft da mittlerweile im Bereich Nano-Meerwasser. So bringt man auch, muss man bringt sagen, man die Leute bringt rein. Die Leute ja auch ins Hobby. Ne? Ist ja nicht verkehrt. Wenn ich sage, hey, ich möchte mir ein schönes Meerwasser-Aquarium einrichten und der sagt mir dann der Händler 3.000 Euro und hier bin ich ja ungefähr mit 400 bis 500 Euro dabei, das ist schon ein guter Einstieg und so kriegt man die Leute auch, wie du schon sagst, zur Meerwasser-Aquaristik. Habt ihr euch wegen Kühlung in heißen Tagen im Sommer was überlegt? Kühlung in heißen Tagen wird es was geben. Erstmal kannst du natürlich die Scheibe abnehmen, hast du auch eine gute Verdunstungskälte und wir bringen auch einen kleinen Lüfter, der dann die Oberfläche noch ein bisschen anpustet, damit du mehr Verdunstungskälte hast. Okay. Jetzt zeigst du uns das. Jetzt gehen wir einmal rum, genau. Gucken wir uns das an. Hier ist unser kleines Demo-Aquarium. Du kannst sehen, ich habe hier so kleine Styroporkügelchen aufgehängt. Und du kannst sehen, du hast eine gute Hydraulik in dem Ding. Das ist das 20-Liter-Cube. Und du kannst auch schön sehen an der Oberfläche, wie da die kleinen Styroporkugeln reingezogen werden. Und wie die einmal komplett wieder durchs Aquarium durchgeschossen werden. Und genau das Gleiche passiert mit der Karmhaut. Und so machen wir Korallenfutter. Wunderbar.
Und wie gesagt, die schönsten Systeme sind doch im Prinzip die einfachen. Ne? Das Ding ist einfach, du musst nichts mehr einstellen. Den Skimmer kannst du noch regulieren. Du kannst hiermit einstellen, nimmt er was über den Schnellfilter oder nimmt er mehr über den Skimmer. Du kannst auch komplett hergehen und sagen, hey, ich will gar keine mechanische Filterung und die Biologie steckt sowieso in meinen Steinen. Du kannst das Ding auch auseinanderbauen und jetzt wieder ganz normal nur als Skimmerfilter betreiben. Gut. Ja, also ich bin ja auch der Meinung, dass man in so einem kleinen Becken mit einem Wasserwechsel, wenn es denn mal nicht so gut ist, mehr bewegt, das will man mit dem aber naja. 10% empfehlen, ja, einmal die Woche. Es ist besser, also es kommt immer was Neues rein, du nimmst was weg. Ja, und mein kleines, ich habe einen 30er Cube als Küchenaquarium. Das ist das einfachste und schönste Aquarium, was ich je hatte. Oh. Das ist total stabil. 10% Wasserwechsel in der Woche hast du vielleicht 15 Minuten Aufwand. Mehr ist es nicht. Oh. Einmal Scheibe putzen. Ab wann sind die verfügbar im Handel? Die sind ab September. Ab September. Gut, ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch noch einen guten Messeinsatz. Danke.